Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von BLK Regional TV. Normalerweise sind Sie ja an dieser Stelle den Sport vom Wochenende gewohnt. Aber da wir am vergangenen Wochenende das Osterfest gefeiert haben, ich hoffe, Sie waren auch aktiv beim Eiersuchen, haben wir heute für Sie eine sportliche Sondersendung. Es geht um den 10. Transalpine Run. Dieser findet im August diesen Jahres im bayerischen Ruhpolding statt. Dann starten 350 Zweierteams aus 30 Nationen in 8 Tagen über die Alpen. Da heißt es dann, 293 Kilometer unter die Schuhe zu nehmen und fast 14.000 Höhenmeter zu meistern. Das Ziel ist dann im 6. in den Dolomiten. Was da im letzten Jahr alles so los war und auf was sich die Läufer in diesem Jahr einstellen müssen, das sehen Sie in unserem Spezialbericht. Laufen, gerade bei langen Läufen, ist für mich eine ganz intensive Erfahrung. Manchmal schalte ich komplett ab, kann den Stress des Tages vergessen. Manchmal habe ich dabei gute und konstruktive Planungsgedanken für Dinge, die wichtig sind. Manchmal höre ich Musik, die mich dann inspiriert. Entspannung, Meditation, es tut einfach gut. Meine allerersten Laufanfänge waren eigentlich recht spät, weil ich in der Schule ein absoluter Sportmuffel war. Ich habe mit Sport gar nichts zu tun gehabt. Ich habe noch viele, viele Kilos mehr gewogen zu der Zeit. Habe damals schon durch Studium und berufsbedingt sehr, sehr viel gesessen und habe auch Rückenprobleme bekommen. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal was machen. Habe dann angefangen mit so ein bisschen Joggen. Das wurde dann halt immer mehr. Und jetzt laufe ich seit 2, 3 Jahren richtig ambitioniert. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich dadurch wesentlich ausgeglichener bin, schwierige Situationen ganz anders auch wegstecken kann. Fühle mich dadurch stärker für den Alltag. Und es ist ein Teil meines Lebens geworden, der mir sehr viel Energie gibt, gerade auch in Stressphasen oder Belastungsphasen. Der Transalpinrun ist natürlich auch eine Motivation zu sagen, Mensch, heute macht man mal eine Trainingseinheit, obwohl man eigentlich keine Lust mehr hat, aber man geht noch mal raus und man weiß dann genau, wofür man es macht. Klar habe ich auch ein bisschen Befürchtungen oder großen Respekt vor der intensiven Belastung, aber ich freue mich einfach wahnsinnig auf diese Zeit und ich denke, dass wir das schaffen können. Wir sind ja ein gutes Team mit dem Thomas aus Dänemark und da bin ich sehr zuversichtlich. Hello Denmark, great to see you. Hello Dortmund. You did your marathon. Was it fine? I wanted to do it very slowly. It's actually much harder to run slow than I thought. Your muscles are used in different ways. So actually, I ended up having pretty sore legs and I was pretty beat up. But it was good training for the Transalpine. Yeah. Are we ready for the Transalpine here? A friend asked me if we could fail with this race. Fail is not an option. Yes, okay. No, no, we cannot go back to Denmark if we don't succeed. I have to face my students again if we're not going to succeed. We have to do it. Great. Have a good evening. Bye. Bye. Yes. Ciao. Transalpine Run ist ein Teamrennen, zu zweit. Es kann niemand alleine starten. Die Leute müssen zu zweit einchecken und müssen zu zweit über die jeweilige Ziellinie der Tagesetappe kommen. Der erste Faktor ist die Sicherheit. Wir bewegen uns im hochalpinen Bereich und da kann das Wetter von jetzt auf gleich umschlagen. Und wenn man zu zweit ist, dann kann der eine auf den anderen auch aufpassen. Und eben über so einen langen Zeitraum ist es einfach besser, man macht das zu zweit.
würde mir wünschen, dass die Teilnehmer fühlen, dass sie gut aufgehoben sind und dass sie bei uns keine Nummer sind. Die bereiten sich zum Teil über ein Jahr, 1,5 Jahre auf dieses Rennen vor. Und wenn dann jemand wirklich nach 1,5 Jahren dann hier vor dir steht, für den ist es schon hier zu sein, dann einfach Adrenalin pur. Und das Gefühl hoffen wir ihm dann auch zu vermitteln, dass er hier so willkommen ist. Wir haben 5 Kategorien, die Men, die Master, das sind die, die zusammen über 80 sind, die Senior Master, die sind zusammen über 100. Dann haben wir die Mixed-Kategorie und die Women. Die größte ist die Mixed-Kategorie, wo viele Ehepaare oder Freund, Freundinnen zusammen dann an den Start gehen. Wir haben auch schon 2 Ehen gestiftet. Wir haben den ältesten Teilnehmer, der ist 69. Also es ist alles möglich und das ist das, was es eigentlich ausmacht. When you make something for the first time, you take it easy because you don't really know what is going to expect you. You're going to make it because you're not afraid of it. Last year only 8 of the women teams reached the finish line. Out of 16, only 8 managed to go through, so it's the finish. The finish starts. And here we want to be. And somewhere here we are dying. No, we are not dying at all. We will fight. This is the first day tomorrow, and this is the second one. This is the 52, huh? 53 even. 2.4 to go up and 2.9 to go down. I'm not even able to run it when it's flat. I think we can't realize what we what we are doing. I think we will realize at the end. If we arrive at the end. We will. You know, I always say you are going to win with your head. Yeah. Wir sind 29 Nationen mittlerweile, natürlich aus dem näheren europäischen Umland, aber eben auch aus USA, aus Kanada, aus Mexiko, aus Venezuela, aus Australien, Neuseeland, Südafrika, auch Russland, dann Skandinavien, Dänemark, Schweden, Norwegen, die Benelux-Länder. Also wir decken schon relativ viel ab, das ist wirklich sehr, sehr nett. Bei der Startaufstellung kontrollieren wir die Leute. Sie müssen Regenausrüstung dabei haben, sie müssen ein Handy dabei haben, Notfallrettungskit, sie müssen zu trinken dabei haben, sie müssen eine warme Decke haben, dass wenn ein Wettereinsturz ist oder sich jemand verletzt, dass er sich für den Zeitraum warm halten kann, bis er dann gerettet wird.
Das kontrollieren wir ganz ernst. Es kann keiner ohne dieses Pack starten. In dem Fall geht die Sicherheit vor. Das heißt, es wird noch mal kurz erklärt, was kommt heute auf die Sportler zu. Ich musste noch Dinge organisieren, da hat es ein bisschen Stress gegeben. Und dann habe ich leider meinen Flug für mittags verpasst. Habe dann aber noch ganz schnell versucht, einen Ersatzflug zu kriegen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich musste natürlich zum Transalpin irgendwie hinkommen. I went to bed at 9 and Jens came at midnight. So it was good to see Jens again. Actually, I had 9 hours of sleep. I never get 9 hours of sleep at home. I have a small child at home, so it was the best night for a long time. Yeah, I looked at the map. 27 kilometers is of course a long way to run, but I think today is a good start. It will give me an idea of what the mountains are. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht so realisiert. Ich habe im Moment noch gar keine Angst vor irgendwelchen Kilometern, vor irgendwelchen Höhenmetern. Ich freue mich einfach auf den Tag zu laufen. This is what we've been waiting for. Yeah. A couple of weeks of am I fit enough? Have I done enough? Now I'm here. There's nothing to do. Focus on running. Yeah, that's it. Ça va être bien. Je me réjouis de faire ça avec Ursula. J'espère qu'elle m'attendra. Welcome to the 7th edition of the Quarantrex Transalpine Run, starting here in Oberstdorf. We have perfect weather conditions for today. Irgendwie habe ich gedacht, das wird einfach und der erste Tag war wirklich richtig schwierig. Es war heiß und ich bin ziemlich erschöpft. Bloß 27 Kilometer war ich zu euphorisch. Wie geht das weiter? Wie kommen wir überhaupt ans Ziel? Jens and I had a different experience today. I was suffering from the heat and Jens had to motivate me in the end. Tomorrow's going to be the longest distance ever in the Transalpine Run, 52 kilometers. It's ultra, it's really long. And you have to be very careful about using your energy. I don't know what will happen tomorrow. I have never run such a distance before. So I'm not sure. Most of the guys you see in Transalpine Run are people who really like to push their own limit. None of us comes here to do what we're used to do. We come here to go beyond the limit.
zweite Etappe. Die ist wirklich der Hammer. Man sieht schon, dass es jetzt ernst wird, weil das passt gar nicht mehr auf ein Kartenblatt drauf. 53,2 Kilometer, also historisch lang. Wie wir ursprünglich mal begonnen haben mit dieser Veranstaltung, haben wir gesagt, also bis maximal 45 Kilometer, im Extremfall 50 Kilometer kann es gehen. Ein Fünfer darf nicht davor stehen, weil dann machen wir die Leute kaputt. Diesmal geht es nicht anders, weil wir neue Etappenorte bekommen haben. Hirschegg im Kleinwalsertal und Schrunz im Montafon. Wir überqueren zwei komplette Gebirgszüge. Dazwischen liegen noch die Lechtaler Alpen, also Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen und dann das Montafon. Ist eine Wahnsinnsdistanz und vor allen Dingen, es sind fast 2500 Höhenmeter im Aufstieg und 2900 Höhenmeter im Abstieg. Von den reinen Daten ist es wirklich der Hammer. Ich möchte es nicht laufen. Wir haben auch immer wieder Teilnehmer, die sich heillos übernehmen. Ich denke, dass sich da die Spreu vom Weizen schon trennen wird. Weil es nicht so heiß ist. Viel besser. There's not even a marathon left. Come on. Very good day. We will do it. Keep on eating, Jens. Okay, we go. Hallo. Malika und ich, wir haben es wirklich sehr lustig. Sie ist positiv eingestellt. Sie lässt sich begeistern. Wir passen gut zusammen. Wir haben viele Leute überholt bei den Aufwärtspassagen und mussten dann wieder einstecken bei den Abwärtspassagen. Wir haben immer genügend Zeit, die Sache zu genießen, die Landschaft, die Leute. Wir haben es wirklich richtig lustig zusammen. Unser Motto für heute war einfach nur Survival, weil wir bisher diese Distanz in dieser Form noch nicht gelaufen sind und großen Respekt davor hatten. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen da durchkommen, wir achten nicht auf Zeit, nicht auf Tempo. Und dazu gehört halt auch, gerade an Bergstrecken, die sehr anstrengend sind, wenn es hochgeht, seine Kräfte einfach einzuteilen, um ein bisschen langsamer zu gehen. Und da ist halt einfach toll, andere Leute zu treffen, die dann da mit dem gleichen Tempo hochgehen. Die Atmosphäre unter den Trailrunnern ist einfach eine sehr faszinierende. Herausforderung an einem Rennen wie hier ist, man weiß nie, was einem erwartet. Wenn man eine Woche lang unterwegs ist, dann muss man mit allem rechnen, mit Sonne, Schnee, Regen, mit schrecklichen Tagen, mit schönen Tagen. Man weiß wirklich nicht, auf was man sich einlässt. Und vielleicht braucht es noch mehr einen harten Kopf, um da durchzukommen, weil irgendwann kommt man auch an seine Grenzen. Downhill. We have to take care because there's still one more mountain to climb. Und
Ganz besonders intensiv war für mich diese ganz lange Distanz, die 52 Kilometer, dass man solche Sachen im Team schaffen kann, auch wenn man es vorher nicht für möglich gehalten hat. Da denke ich, dass ich, wenn ich das alleine gemacht hätte, schon auch meine Probleme gehabt hätte, weil ich mich überanstrengt hätte. Und so denke ich, dass es als Teamleistung einfach eine ganz tolle Erfahrung ist. Halleluja! What time, dude? 6:08. 6:08. I had problems with my stomach, so it was a very hard day for me today. The toughest stage in my 7 years here. It's a 7th time. Yeah. It's great. Unbelievable. Vergeht's. Die Strecke verläuft im ersten Drittel über einen sehr exponierten Grat. Es war für heute Vormittag noch Gewitter angekündigt, also das heißt noch einige Gewitterzellen, die aktiv sein könnten. Und das ist unverantwortlich, dass man knapp 650 Läufer auf so einem exponierten Grat hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Blitzschlagereignis die Läufer betreffen würde, zu hoch ist und damit auch die Gefahr zu groß. Und diese Verantwortung können wir nicht übernehmen. Insofern haben wir die Route auf die Alternative verlegt und die verläuft in einem Tal und da sind die Leute vor dem Gewitter sicher. Die endgültige letzte Entscheidung wird dann immer in der Crew getroffen, nach einem CRM-System, Crew Resource Management, wie man es auch aus der Luftfahrt kennt. In diesem CRM-System ist immer die sichere Variante diejenige, die gewählt wird. Wenn nur einer sagt, dass er sein Veto einlegt, kann er damit alle anderen überstimmen. Aber links ist schwarz. Warme Suppe hätten wir. Exquisit. Oh my, this is so cold. Oh, I'm gonna die. Thank you.
schlechtem Wetter war es ziemlich hart, weil man immer durch die Bäche musste, durch den Matsch, durch den Sumpf. Das ging ziemlich an die Substanz. Dann wird es umso schwieriger, durchzuhalten. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, dass man einen Teampartner hat, der nicht den Kopf hängen lässt. Wenn beide positiv denken, geht es viel, viel einfacher. That's how we eat in Denmark. You did a good job in Denmark. I've seen a lot of guys falling, I've seen a lot of guys slipping, and it was difficult and sometimes it was actually dangerous to run. It was very cold, so we had to run just to keep our body heat. Are we ready? Der Regentag war wirklich nicht einfach. Da hat man schon gemerkt, dass man in einer Region ist, wo es Gefahren gibt. Großes Lob und großen Respekt vor den Leuten, die diese Strecke markieren, die vorab laufen und auch hinterherlaufen, um die Markierung wieder mitzunehmen. Von denen ist das eine wahnsinnig gute Leistung, eine wahnsinnige Anstrengung und auch manchmal eine Grenzerfahrung. Wenn es sticht, dann musst du Bescheid sagen. Mobile phone was ringing constantly in my bag, so I had to stop and I had to take this phone and I thought maybe something is wrong at home. And it was my mother. She was following us on live tracking on internet and she was saying, I think you're running the wrong way. Mom, you're in Denmark, I'm in Switzerland. God damn it, the best story ever. Oh, I love you, Mom.
mein Trainingspartner hat muskuläre Probleme bekommen und musste leider deswegen schon aussteigen. Es war für uns beide klar, wenn einer aufhören muss, dass der andere versucht, das weiterzuführen. Und dann ist es halt so, dass man entweder einen anderen Partner finden muss oder dass man sich einem anderen Zweierteam als dritter Mann anschließt und man kommt dann selbst in die Einzelwertung. Ich habe bei Jens und bei Thomas angefragt. Sie haben gleich zugestimmt, mich in ihrem Team aufzunehmen. Ist einfach ein Tag zum Genießen, grandiose Ausblicke, das ist toll. Ein tolles Team habe ich gefunden, die haben immer gute Laune. Es gibt einfach viel Energie, eine gewisse Leichtigkeit und man wird von aller Anstrengung abgelenkt. Fein, it's the nicest day today. Genial, so magnifique. I was very much disappointed that the other guy asked whether we are mother and daughter instead of if we are friends. She's as young as me in her head. I never felt so good. I'm sorry for Malika. She's very strong. J'ai des cloques à mes pieds. Ça va. I feel sorry for her. Je pense que le coéquipier, c'est la chose la plus importante dans cette course. Parce qu'on dit toujours que le bonheur n'est bien que partagé, et c'est vraiment ça. Parce que tant quand tout va bien, qu'on voit des paysages fabuleux, et on est les deux là, et on n'a même pas forcément besoin de s'extasier, de dire « ouah, c'est beau », on le sait, et on est content d'être là. Mais ce qui est le plus important d'être à deux, c'est vraiment quand ça ne va pas. Parce que Ursula, elle était toujours là, elle m'attendait parce qu'elle est beaucoup plus forte que moi. Et elle m'encourageait, elle me disait « mais oui, on va le faire, on va avoir le finisher shot ». Juste, elle a toujours été là et même parfois sans parler, juste avec un geste, elle venait à côté de moi ou elle me prenait mes bâtons sans que je lui demande pour que je puisse faire d'autres choses en même temps. Elle me racontait plein d'histoires sur elle, sur différentes choses pour me faire oublier quand c'était dur ou quand ça allait pas. Et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est d'être en équipe comme ça et de partager, soit en parlant, soit juste avec de simples gestes. Je pense que Ursula est la meilleure coéquipière que j'ai jamais eue. Feiern, Seminare und Übernachten bei Bramel in Naumburg. Schlafen Sie in Stockholm, Nizza, London oder Las Vegas, ohne das Land zu verlassen. Bramel macht's möglich. Genießen Sie Luxus von Berlin bis Wien. Nutzen Sie Räumlichkeiten für Ihre Feier oder Seminare. Gern organisieren wir Ihr Fest. Sprechen Sie mit uns. Bramel im Gewerbegebiet Schönburg am Hohenstein 8 in Naumburg. Drei starke Marken, Renault, Dacia und Nissan. Zwei Standorte und ein Ansprechpartner, Autohaus Schulze, Weißenfels Tagewerben und Gewerbegebiet Wetau bei Naumburg. Neu- und Gebrauchtwagen von Kleinwagen bis zum Transporter, kompetenter und schneller Service, nicht nur für Rennfahrzeuge. Reifenservice, Abgas- und Hauptuntersuchung, Kfz-Elektrik, Autogasumrüstung und vieles mehr. Und wenn es mal gekracht hat, sorgt unser Karosserie- und Lacksender für die kurzfristige Beseitigung des Schadens. Seit 1990 im Dienst aller Autofahrer. Das Autohaus Schulze zweimal im Burgenlandkreis. Reko Möbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Die Firma Andres GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Werbung im Supermarkt. In einer persönlichen Beratung wird über die Möglichkeit gesprochen, wie sich lokale und regionale Geschäftsleute sowie Unternehmen in den Märkten der Region präsentieren können. Alles Weitere unter www.andre.de. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35.
Deutschlands erfolgreichster Reisesender präsentiert Ihnen einen neuen Partner. Herzlich willkommen im Sonnenklar Reisebüro Weißenfels. In Ihrem neuen Sonnenklar Reisebüro erhalten Sie sämtliche Reiseangebote aus unserem aktuellen TV-Programm, aber auch aller anderen namhaften Veranstalter. Das Sonnenklar Reisebüro in Ihrer Nähe. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Sie suchen ein passendes Fahrrad? Mit Zweirad Riese haben Sie ein zuverlässiges Fachgeschäft an Ihrer Seite. Bei dem großen Angebot an Fahrrädern findet jeder seinen Drahtesel, der zu ihm passt. Neben umfangreichem Zubehör wird selbstverständlich auch der Service großgeschrieben. Zweirad Riese, jetzt in der großen Kallandstraße 5 in Weißenfels. Mit uns kommen Sie in Bewegung. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht.